Lehrgerechtigkeit kann selbst bis hin zum Tod führen. Die Krankheit ist zwar bereits seit 1969 von der Weltgesundheitsorganisation als neurologische Erkrankung klassifiziert, trotzdem werden Patienten seit Jahrzehnten ignoriert. Es gibt immer noch keine einzige zugelassene Behandlung. Zudem kommt häufig die Erkrankung in der Arztausbildung überhaupt gar nicht erst vor. Medizinische Fachgesellschaften informieren ihre Ärzte in Fortbildungsveranstaltungen mit nicht mehr haltbaren Einstufungen und fehlerhafte Krankheitsbeschreibungen und ungeeignete Therapien kommen dazu. Das wollen wir ändern. Deshalb kommen wir heute in Halle zusammen, um auf diese Missstände aufmerksam zu machen. Die Bewegung Millions Missing ist eine globale Kampagne, die für die gesundheitliche Gleichstellung von myalgischer Enzephalomyelitis kämpft. Sie wurde zusammen mit anderen von Jen Brea gegründet, der Regisseurin von Unrest. Dieser preisgekrönte Film wirft einen sehr persönlichen Blick auf eine der am meisten kraftraubenden und missverstandenen Krankheiten unserer Zeit. Mit 17 bis 30 Millionen Erkrankten weltweit ist myalgische Enzephalomyelitis keine seltene Krankheit. Bis heute gibt es so gut wie keine Forschung und die Patienten sind einfach auf sich allein gestellt. Fehleinschätzungen, mangelndes medizinisches Wissen und unzureichende medizinische Versorgung haben die Situation zu myalgischer Enzephalomyelitis in den letzten Jahrzehnten geprägt. Diese Missverständnisse und der Unglaube der medizinischen Fachwelt gegenüber ihren Patienten haben dazu geführt, dass rund 90% der Patienten nicht diagnostiziert sind. Sie müssen sich Behandlungen unterziehen, die ihre Symptome verschlechtern und ihnen schaden. Viele Menschen mit myalgischer Enzephalomyelitis berichten, dass sie feindseligen Einstellungen von Gesundheitsdienstleistern ausgesetzt sind. Die Ärzteschaft hat weltweit zur Unwissenheit und Vernachlässigung von Patienten mit myalgischer Enzephalomyelitis beigetragen. Obwohl Patientenorganisationen aus Deutschland schon lange ein Umdenken eingefordert haben, ist bis heute wenig passiert, sodass auch die Politik Verantwortung übernehmen muss. Es reicht nicht mehr aus, sich auf die Selbstverwaltung im Gesundheitswesen auszuruhen. Wenn diese dazu führt, dass eine große Patientengruppe über so viele Jahre ohne angebrachte medizinische Versorgung bleibt, muss die Politik handeln und notwendige Rahmenbedingungen schaffen, um den erforderlichen Wandel zu erzielen. Diesen Notstand wollen wir mit Millions Missing sichtbar machen. Dazu konnten Betroffene im Vorfeld der Veranstaltung Botschaften in Schuhe einschicken, die da drüben ausgestellt sind und hier auch aushängen. Sie stehen für die Millions Missing, also die Millionen Menschen, die aus dem Alltag verschwinden. Und zwar aus ihren Schulen, Jobs, Karrieren, dem sozialen Umfeld und aus ihren Familien. Wir möchten euch einladen, die Reihen dieser Schuhe entlang zu gehen und die Botschaften der gestohlenen Leben zu lesen. Denn Erkrankte müssen sich gegen viele Widrigkeiten behaupten und befinden sich in einem dauerhaften Kampf. Die heutige Veranstaltung gibt einen Einblick, was dieser Kampf für die Betroffenen bedeutet. Wir laden euch ein, die zahlreichen Beiträge anzuschauen. Mit dabei ist beispielsweise auch noch ein Poetry Slam Text von Stefanie Stehnken. Und für die musikalische Untermalung sorgt Event zwei Seiten. Das ist ein Duo auf Halle. Genau, und die werden als nächstes den Titel After All aus der Filmmusik von Unrest zum Besten geben. Genau. Vielen Dank. So beautiful, I always
fire in the garden, where fire rose. I've run for shelter, I've run for shelter. There comes fire in my heart. When fire rose, I know you, I know you. And if the wrong is right here with me, beautiful. I've always known the way we go. We'll come and go. And after all, vielen Dank an das Duo Zwei Seiten. Und zwar kommt jetzt als nächstes ein Poetry Slam Text, den ich stellvertretend für die Autorin vortragen werde, denn Stefanie Stehenbeck kann heute leider nicht persönlich auf der Bühne stehen. Sie ist eine von vielen Betroffenen und hat es geschafft, diese negative Erfahrung mit der Erkrankung in kreative Energie umzuwandeln. Man schreibt sie Poetry Slam Texte und es ist wirklich beachtlich, dass man die Kraft dazu findet und auch sehr, sehr mutig, dass sie so persönlich von den Erfahrungen und Erlebnissen. Genau, dieser Text, also für Stefan und alle anderen Betroffenen, die täglichen Auswirkungen von der realistischen Erfahrung, die wir zu kämpfen haben. Der Text heißt chronisches Fatigue-Syndrom. Ich bin nicht anders. Ich bin auch ich. Ich war mal stark, jetzt bin ich nicht. Ich habe ein Leiden, das kann man nicht sehen, denn ich kann noch gerade. Das allerdings auch nicht immer, denn es wird oft und ständig schlimmer. Dann kann ich kaum noch aufrecht stehen, gebückt nur bis zur Treppe gehen, hinauf geht's nicht, denn ich trage nicht mal mehr mein eigenes Gewicht. Ich möchte über mich erzählen und informieren, die Gesunden aufklären, die Betroffenen inspirieren. Ich kann nicht für alle reden, eigentlich nur für mich. Erkennst du dich selbst darin ein Stück, dann ist es auch für dich. Es geht mir generell ums Kranksein im Speziellen, dafür, dass man verurteilt wird, wofür man gar nichts kann, belächelt und nicht ernst genommen. Zu Wort kommt man nicht dran. Mein Arzt hat 6 Minuten Zeit, um zu nehmen mir mein Leid. Im Wartezimmer komme ich kaum über die Runden, ein Ausharren von knapp 3 Stunden. Für mich nicht auszuhalten sind, der Kreislauf schwach, der Pegel sinkt dann nach 3 Minuten wieder draußen. Um mich völlig aufzurauchen, ich fahre nach Haus und leg mich hin, schluck provisorisch. Früher habe ich wöchentlich auf Konzerten gerockt. Wenn ich heute was unternehme, gehe ich einmal um den Block. Ich fragte mal eine Fachfrau, wenn es mir gut geht, kann ich dann auch wieder Konzerte durchstehen? Sie sagte, wenn es Ihnen gut geht, können Sie eine 2. Runde drehen. So ist es nur, dass es direkt das Gefühl geht nicht mehr weg. Das Schlimmste. Allerdings ist, dass man es nicht sehen kann, ja nicht mal messen.
Man zieht sich zurück und wird vergessen. Aber wenn ich dennoch weiß, ich bin nicht allein, setze ich mich hin und fange an zu reimen. So wie es mir ergeht, das kennen noch viele. Deshalb stehe ich wieder auf und verfolge meine Ziele. Es gibt Tage, an denen schaffe ich kaum, eine Stunde mehr zu schmieren. Dass es dann nicht hilfreich ist, kann ich selbst ganz gut kapieren. Man soll ausgewogen essen, die Tabletten nicht vergessen, Zucker wie glutenfrei fressen. Da frage ich mich, wie soll das gehen? Ich komme nicht hoch, ich kann kaum stehen. Seit kurzem lebe ich nun vegan und habe den Anschein, es geht voran. Ich mache das aus ethischen Gründen, um zu verringern, dass Menschen sünden. Sie warnten mich, du isst doch schon kein Fleisch, dann isst doch wenigstens ein Ei. So würden sich nicht füllen meine Depots, aber die Pillen dafür schlucke ich ja sowieso. Es geht mir gut damit, ich hing schon lange nicht am Tropf. Diese ganze Defizitenscheiße passiert doch nur in meinem Kopf. Also es kommt ganz sicher nicht von Tier, denn alles, was du bist, das kommt von dir. Was verbindet uns im Leben? Einer kann schreiben, ein anderer reden. Wir sollten uns die Hände reichen, uns das Leben mit Verständnis erleichtern, zusammenhalten, indem wir Wissen vermachen und Infos erschaffen. Denn wir alle sind gleich. Wenn das die Welt verstanden hat, dann sind wir wieder reich. Heute habe ich einen Schub. Ich fühle mich krank. Mir geht's nicht gut. Mein Körper liegt, mein Kopf ist an und es läuft Poetry Slam. Wie deprimierend es ist, wenn ein Geräusch schon qualvoll ist, nimmt es dir die ganze Existenz. Du kannst dich nicht bewegen, kannst dich kaum allein ins Bett legen, vor Schwäche weder dein Handy halten noch ein Buch. Das ist kein Leben, es ist ein Fluch. Sobald es besser wird und du mutig wieder die Welt begrüßt, am nächsten Tag schon dafür büßt. Es gibt Tage, da schreibe ich nichts auf, da kommt nichts bei raus. Aber wenn nur der Körper rebelliert, ist oft ein Rauschen in meinem Kopf. Manchmal erscheint es mir, als gäbe es einen Knopf, der dann gedrückt ist wie bei einer Tonbandkassette. Dann träume ich davon, wie ich die Welt mit Worten rette. Auch wenn wir mit unserer Schwäche anecken, dafür sollten wir uns nicht verstecken. Wir sollten uns vergnügen, wir sollten uns nicht selbst betrügen. Wenn es dir gut geht, steh auf und lieb. Geh raus und gib all denen das, was du zu geben hast. Denk dir dabei, es ist ein guter Tag. Lass Abwasch und Wäsche liegen. Mach weiter, Stück für Stück, immer weiter nach vorn und blick bloß nicht zurück. Lass die anderen reden, so ist das Leben eben. Niemand nimmt dich an die Hand, wenn du es nicht auch selber kannst. Schalt aus den Schmerz, er kommt schon wieder. Bis es soweit ist, tanz wild und sing laut Lieder. Nimm das Leben, wie es kommt, mach einfach mal, denn mit CFS hast du keine Wahl. Oft schließe ich die Augen und lass mich treiben, lege mir zurecht diese Worte und Zeilen, auch an Tagen, an denen ich nichts machen kann. Mein Kopf ist wach und hält nicht an. Im Krankenhaus lag ich mit der Nadel im Arm. Ich konnte ihn nicht mal knicken. Trotzdem habe ich versucht, meine Gedanken ins Handy einzutippen, damit nichts verloren geht von meinem Leidensweg. Denn auch dieses soll in Erinnerung bleiben. Vielleicht kann es so die Schmerzen vertreiben. Wer mich in dieser Zeit am meisten versteht und stets an meiner Seite steht, ist mir ein ganz treuer Freund. Das Ja zu ihm habe ich noch nie bereut. Er merkt es genau, mir ist schlecht, mein Magen flau. Er legt sich zu mir hin und bremst mich aus, zeigt mir so an, ich muss nicht raus. So wie ich bin, so liebt er mich und nimmt mich an, ob krank oder gesund. Es ist mein Balsam, es ist mein Hund. Warum können wir Menschen nur nicht so miteinander kommunizieren? Wortlos, unkompliziert das Gegenüber akzeptieren? Es gibt so viele Tage auf der Welt, da ist es nicht gut um mich gestellt. Ich fühle mich wie ein Häufchen Elend. Doch dann erschaffe ich was, was das veredelt. Nur Wörter sind es, die ich verbinde. Und somit was zum Ausdruck bringen, was klingt, was rührt, etwas hervorruft und mir plötzlich jemand zuruft, den ich noch nie zuvor gesehen. Und dennoch kann er mich verstehen. Er sagt, wie gut das ist, er fände es toll und ich weitermachen soll, das nehme ich mir gern zu Herzen. Bin aufgelegt sogar zu scherzen und stolz, dass es anderen auf dieser Welt sogar gefällt. Es gibt so vieles, was man nicht sehen kann. Bevor ihr urteilt, schaltet euer Gehirn mal an. Es wird noch mehrere Momente geben, in denen du nicht schaffst, was du gerne würdest geben. Du erschaffst was, was Spaß macht. Und dann von 0 auf 100 ist alles, was gerade geboren, im nächsten Augenblick wieder verloren. Trotz des Wissens, immer wieder aufstehen zu müssen, lasse ich mich nicht unterkriegen. Wenn ich fliege, muss ich fliegen und ich träume weiterhin vom Fliegen. Egal, was manch einer mir einreden mag, auch wenn ich schwach bin, bin ich stark.